Thank you.
Thank you.
Stefan, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Hallenkreismeisterschaft. Vielen Dank. Dein Fazit zum Endspiel? Mein Fazit zum Endspiel, 1-0 zurückgelegen, grandios wiedergekommen, ein geiles Siegtor geschossen, kurz vor Schluss. Was will man sagen, wir haben ein klasses Turnier gespielt, aber alle Beteiligten waren hochmotiviert, hochkonzentriert. Und ich würde mal einfach mal sagen, wer Jedelo schlägt im Halbfinale und Kicker schlägt im Finale, wer ist denn sonst noch überhaupt dann berechtigt, Hallenkreismeister 2013 zu sein? Nur wir, nur wir. Und dein Resümee der ganzen Veranstaltung? Bitte, Entschuldigung? Das Resümee der ganzen Veranstaltung? Ja, wie immer ein tolles Turnier, ist klar, auch wo wir letztes Jahr dann ausgeschieden sind. Die Atmosphäre ist gut. Wir kommen gerne her und wenn man dann Sieger wird, dann kommen wir immer gerne wieder, ja. Viel Spaß beim Feiern heute Abend. Das werden wir auf Garantie haben. Ja! Glückwunsch zur Hallenkreismeisterschaft. Dein Fazit? Ja, mein Fazit war eine tolle Veranstaltung. Wir haben uns so von Spiel zu Spiel eigentlich immer mehr reingekämpft. Und am Ende würde ich sagen, ist es nicht unverdient. Die ganze Mannschaft, es war eine grandiose Leistung. Wie gesagt, wir haben uns immer gesteigert. Und am Ende sage ich auch mal verdient gewonnen. Wird die Feier an diesem Wochenende größer werden als die am nächsten Wochenende? Du weißt ja, letztes Wochenende haben wir gut gefeiert. Dieses Wochenende werden wir es garantiert heute nochmal richtig torten. Ganz kurz noch, was hast du dir dabei gedacht, hinterm Standbein herzuschießen und das Tor nicht zu machen? Ja, war eine doofe Situation. Ich laufe alleine aufs Tor zu, hatte ihn auf links, wusste auch nicht, mit links, dann falle ich um, habe gedacht, nimmst du ihn hintere Sohle. Aber gut, habe ich nicht getroffen, dafür habe ich dann den Siegtreffer zum 2-1 noch gemacht. Alles klar, Dankeschön. Ich danke euch. Ja, also wir haben für unsere Verhältnisse, denke ich, ein gutes Turnier gespielt. Waren auch verdient, was unsere Gruppe betrifft, auf jeden Fall im Endspiel. Das Endspiel ist ein bisschen unglücklich gelaufen aus unserer Sicht. Also ein paar dubiose Schiri-Entscheidungen, aber im Großen und Ganzen wollen wir uns da gar nicht beschweren. Glückwunsch an Westerstede, nicht unverdient, heute gewonnen, alles gut. Und dein Fazit des ganzen Turniers? Ja, das zieht sich natürlich, aber dadurch, dass man hier zwei Hallen hat, ist das natürlich so einigermaßen zu bewältigen. Ist ja schon so, ich glaube 13 Uhr fängt es an, 18, 19 Uhr ist dann das Endspiel. Aber alles in allem, erste Mal Ammerland-Meisterschaft mitgespielt, gleich ins Endspiel gekommen. Wie gesagt, alles gut und eine gute Vorbereitung für 2013 draußen. Das Turnier ist beendet, dein Fazit dazu? Ich denke, dass wir ein tolles Turnier gesehen haben. Es ging schon richtig zur Sache in den Gruppenspielen. Sie waren spannend, es gab knappe Entscheidungen. Nein, ich denke, dass gerade in diesem Turnier der Reiz darin liegt, dass wir in zwei Hallen spielen können. Man sieht an dieser tollen Zuschauerresonanz, dass dieses Turnier in dieser Form, so wie wir es austragen, bei den Zuschauern ankommt.